Zunächst darf ich Ihnen hier auch die drei Punktrichter vorstellen. Stephen McFarlane, Ertekin Arslan und Abdulrahman El Reyes. Zu den Boxern, zu den Kämpfern in der Rotnecke zunächst. Er ist 28 Jahre alt, 1,75 Meter groß, wiegt genau 67 Kilogramm. Er war bereits der Vaco-Europameister und kommt aus dem Cerco Dinamita-Team und dem Josito Elite-Team. An seiner Seite Borja Pacheco, sein Rekord. 33 Kämpfe, 29 Siege, 10 davon vorzeitig, bei 3 Niederlagen und einem Unentschieden. Aus dem schönen Bilbao in Spanien, Alex Rodriguez. Die Blauecke, 21 Jahre alt, 1,71 Meter groß, bei 66,7 Kilogramm. Er ist der WKU-Weltmeister, kommt aus dem Steko Sportcenter und hat in seiner Ecke Mladen Steko, Nebo Kostadinovic und Ulf Rabitke. Sein Rekord, 18 Kämpfe, 16 Siege, 10 davon durch K.O. bei einer Niederlage und einem Unentschieden. Aus München, Oskar on fire, Blasene. Chef im Ring, unser Ringrichter Goran Filipovic. Oskar Plasene, der Weltmeister. Hier Titelverteidigung, WKU-Weltmeisterschaft, 5x3 Minuten im Weltergewicht, K1. Oskar on fire, Plasene gegen Alex Rodriguez aus Bilbao, Spanien. Ja, wir haben letztes Mal Oskar gesehen bei einem Punktsieg gegen Domenico Lomorno. Das war der WM-Kampf, wo er wirklich gezeigt hat, was in ihm steckt für seinen Bruder. Wir kennen jetzt mittlerweile die Geschichte. Sein Bruder wurde ermordet, Mustafa. Deswegen hat er ihn auch vorhin auf dem T-Shirt gehabt. Für ihn hat er gekämpft, für ihn wurde er Weltmeister. Und heute ist die Verteidigung und Oskar Plasene hat die Leistung on point gebracht gegen den Italiener. Mal gucken, was heute. Und zu Boden geht mit Alex Rodriguez mit dem Beinfeger. Es geht gleich weiter. Harte Kicks zum Körper, zu den Beinen. Rodriguez scheint auch sehr kompakt zu sein. Und man sieht, er ist sportlich. Oskar blitzschnell. Oskars erste Titelverteidigung. Ne? Jetzt ist er der Gejagte. Alle wollen natürlich. Plötzlich schaut die Welt anders aus. Ne? Ja. Hier die Anfeuerungsrufe, Oskar. Oskar und zieht gleich den rechten Highkick hinterher. Schöne Boxkombination, aber gleich die Antwort von Rodriguez. Wieder schön reingegangen, links, links, rechts. Oh. Da war ein Knie drin und noch ein Knie drin. Das sah nicht so gut aus. Und wieder. Aber Oskar kontert und bringt jetzt auch mal ein gesprungenes Knie. Muss auch dieses Knie hier aufpassen. Das hat jetzt Rodriguez für sich entdeckt. Und auch hier mit 4 cm Größenvorteil nochmal hier ein rechtes Knie. Sekunden noch in der ersten Runde.
Ja. Hätte nicht gedacht, dass Alex Rodriguez hier so Gas gibt und das Ganze so macht. Aber er ist immerhin Baku European Champion. Hat 33 Kämpfe und davon 29 Siege. Und das heißt natürlich schon was. Und Oscar Plastene 18 Kämpfe, 16 Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden. Die erste Runde, würde ich sagen, war ausgeglichen. Ja, absolut, würde ich auch sagen. Beide sehr stark, harte Kicks. Oscar hat sich aber auch wahnsinnig verbessert letztes Jahr. Er hat sich dahingehend auch verbessert, dass er diese Distanz einschätzen kann. Er weiß, wann er schlagen muss, wenn die Deckung fällt. Nicht andauernd unnötig auf die Deckung, sondern er wartet ab. Er macht das Ganze ein bisschen kontrollierter. Und wir haben ihn ja noch vor vielen Jahren erlebt, wo er noch sehr jung war. Wow, was für Boxkombinationen von Oscar, aber auch von Rodriguez. Beide schenken sich nichts hier in diesem Kampf. Zweite Runde, Uppercut Rodriguez und gleich der Kopfhaken von Oscar Plasene hinterher. Gut ausgewichen und der linke hinterher. Und wieder das Knie. Da muss Oscar echt aufpassen. Aber er macht es gut. War übrigens auch immer mein Sparringspartner tatsächlich. Ich habe das immer beobachtet und ihr habt euch auch nichts geschenkt. Nee, er war eine super Bereicherung für meine Wettkampfvorbereitung. Also. Schöner Haken, jetzt Knie abgefangen und gut kombiniert. Leber, Kopf und die Rechte hinterhergezogen. Wow, wieder abgefangen. Genau das meine ich. Das erwartet, bis die Schläge kommen und sie dann so kontert und ihn so abfängt, diesen Alex Rodriguez, der an Kämpfen überlegen ist, zumindest an Erfahrung. Aber daran sieht man jetzt nichts. Oscar einfach so viel Gas gibt, so viel Druck. Schön anzusehen, immer wieder hin und her. Ping-Pong ist das Ganze. Jetzt kommt Rodriguez mal, aber kassiert gleich zwei rechte gerade und einen linken Haken hinterher. Noch einer. Und wir haben das auch erlebt, dass sowas mal schnell jemanden auf die Bretter schicken kann. Und er fragt, bist du okay? Die letzten 30 Sekunden laufen. Ja, dieser Rodriguez gibt zwar Gas, aber läuft immer wieder in die Hände von Oscar rein. Und da muss er aufpassen. Letzten Sekunden laufen. In dieser zweiten Runde, die an den Weltmeister geht, in die blaue Ecke. Oscar Plasene ist jetzt on fire. Vale, vente con tu manita y puli, puli, chútale, sigue chutando, va cansando eso.
Dritte Runde hier. Was für eine zweite Runde das war. Oscar ist online und wir schauen, was passiert hier. Rodriguez hat einige Schläge abbekommen, aber immer wieder gekontert und auch jetzt, er greift immer wieder an. Als hätte es ihm nichts ausgemacht. Er schaut sehr frisch aus. Jetzt mal ein Highkick von Oscar und wieder eine rechte Gerade. Weicht schön aus. Knie von Rodriguez. Das Gefecht mal passieren, zu viel, aber wird gleich ermahnt. Die Ecke, Mladenstekho, passt es nicht. Low Kick von Plasene und Konter direkt von Rodriguez. Dieser Rodriguez, mit ihm ist immer zu rechnen, deswegen immer 100% aufpassen. Aber Oscar macht es ganz gut, er bewegt sich. Jetzt ist Rodriguez derjenige, der ein bisschen Dampf macht und Druck und nach vorne geht mit den Kicks. Variiert links, rechts. Oscar muss einfach seine Taktik von der zweiten Runde wieder einhalten, warten und schön den Kontner setzen. Genau das. Letzten 30 Sekunden. Es ist ein Hin und Her in dieser dritten Runde. Rodriguez schlägt aber überwiegend auf die Deckung von Plasen und jetzt mal ein linker Schwinger. Oscar holt ihn runter. Schön, gut kombiniert. Ja, und Abschluss von Rodriguez. War auch eine ausgeglichene Runde, muss ich sagen. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel. Hin und her geht das Ganze. Das zeigt einfach diese Klasse hier. Es ist nicht einfach nur eine WM, es sind zwei gute Leute, die sich gegenüberstehen. Zwei Leute, die es wissen wollen. Die beide, der eine will es bleiben, der andere will es werden. Weltmeister nach Version der WKU im Weltergewicht K1. So, vierte Runde. Beide müssen mehr machen, entscheidendere Treffer setzen. Klarer die Runde für sich entscheiden. Low Kick
von Rodriguez, Lowkick von Blasene und Frontkick wieder hinterher. Es ist ein Hin und Her. Uppercut. Und Oscar ist jetzt im Rückwärtsgang. In der Defensive, muss wieder raus in die Offensive. Trifft es mal mit der rechten. Aber dieser Rodriguez, oh, schöner Frontkick. Es geht weiter. Wow, was für ein schöner Haken von Blasene, und Rodriguez kontert gleich mit zwei Low Kicks. Und eine guten Boxkombination hinterher. Also es ist echt ein Ping-Pong-Spiel. Hin und her das Ganze. Toll für die Punktrichter. Auch jetzt mal ein Haken. Schön leicht geschwungen. Ist auf jeden Fall ein spannender Kampf mit tollen Techniken. Also alles geboten, und vor allem beide zeigen eine Klasse, beide sind fit. Oscar war ja sogar noch im Trainingscamp in Thailand, hat sich darauf vorbereitet. Und dann natürlich von Laden Steko. Nochmal richtig eingestellt. Ich meine, man muss sagen, der mit Mladen gearbeitet hat, der kennt es. Mladen ist ein Stratege, er stellt seine Kämpfer ein. Er weiß ganz genau, wie die Gegner kämpfen. Aber es geht immer letztendlich um die Umsetzung. Kann Blasene das umsetzen? Was auch Mladen Steko aus der Ecke hinzuruft. Schlagabtausch von beiden Kämpfern. Letzten Sekunden. Und wieder eine ausgeglichene Runde. Was ist das für ein Kampf? Hin und her. Ganz schwer zu deuten, wer vorne liegt. Ganz, ganz schwer. Mladen Steko. Er ist angespannt. Er versucht, Oscar Blasene noch mal zu motivieren. Er sagt, was machst du, Junge? Geh da raus, du willst Weltmeister bleiben. Du musst noch mal alles geben in der letzten Runde. Und aus der Ecke der Spanier, die das Ganze ein bisschen entspannter sehen. Aber wissen, jetzt noch mal eine Runde noch mal Vollgas. Und meiner Meinung nach, diese Runde wird den Kampf entscheiden. Wir sind gespannt. Rodriguez zeigt ein gutes Auge. Wieder Low Kicks. Blasene wartet hier auf einen Angriff, muss aber mehr machen. Versucht immer wieder den linken Haken zu platzieren. Und Rodriguez kommt immer wieder durch hier mit seinen Schlägen, Uppercut gerade. Er nutzt seine Reichweite aus, er ist ein kleines bisschen größer und kann natürlich dementsprechend auch ein Knie leichter platzieren. Nochmal Ermahnung an beide von Goran Filipovic. Er sagt, auf die Kommandos hören, bei Break trennen, und gleich geht's weiter. Beide schenken sich nichts.
Halbzeit. Gnadenstego sagt von der Seite hier, rechte gerade, linker Haken. Er muss noch mal eine lange und jetzt da bleiben und ihn bearbeiten. Nicht rauslassen aus den Seilen. Außer Distanz baut der Spanier auf. Alex Rodriguez wird stark außer Distanz. Placene muss ihn unter Druck setzen. Letzte Minute, letzten 50 Sekunden laufen in diesem Weltmeisterschaftskampf. Von zwei Kämpfern, die sich nichts geschenkt haben. Über 5 Runden. 3 Minuten. Und ich habe keine Ahnung, wer vorne liegt. Jetzt nochmal entscheidende Sekunden hier. Die letzten 30, 20 Sekunden noch, die über den Kampf entscheiden. Und Placene geht weg. Muss nochmal kommen, schön. Die letzten 10 Sekunden laufen. Nochmal eine letzte Aktion. Ja, da, ja, da. 10 Sekunden. Kurze Pause. Zahnschutz rausgefallen. Eine Aktion vielleicht noch. 10 Sekunden. Jetzt nochmal die letzte Aktion. Wer macht's? Schön! Beide geben nochmal Gas. Wow! Wow, was für letzten 10 Sekunden. Und ich bin gespannt, wer diesen Kampf gewonnen hat. Es lassen sich auf jeden Fall beide schon mal feiern. Also es wird eine knappe Kiste. Ja, es war so, egal wie es aussehen wird, es wird ein knappes Urteil sein. Vielleicht unentschieden, vielleicht mit leichten Vorteilen für die rote Ecke, aber vielleicht auch mit leichten Vorteilen für die blaue Ecke. Für wen würdest du diesen Kampf werten? Schnell. Ja, schwierig rot zu sagen. Rot oder blau? Ich bin ein bisschen parteiisch, aber es war auf jeden Fall ein Wahnsinnskampf. Also toll anzugucken. Toll anzugucken, toll für das Publikum. Wir haben jetzt gleich danach Pause und dann geht's ins Finale mit zwei Superkämpfen. Das war ein Fight über 5 Runden, der vielleicht sogar für den Kampf des Abends taugt. Was glaubt ihr? Es war mit Abstand ein sehr, sehr guter Kampf und einer der Kämpfe des Abends. Großer WM-Kampf. Wir kommen zum offiziellen Urteil. McFarlane wertet den Kampf unentschieden, 48-48. Aslan wertet diesen Kampf 49-48. Und El Reyes 49-57. Wir haben eine Majority Decision und damit neuer New World Champion aus Spanien. Ja, knappes Urteil. Alex Rodriguez gewinnt diesen WM-Kampf, wird neuer Weltmeister nach Version der WKU im K1. Herzlichen Glückwunsch. Schade für Oscar Placene, der auch alles gegeben hat. Aber so ist es nun mal. Einer muss gewinnen. Und Alex Rodriguez hat das ganz toll gemacht. Er hat einfach alles gegeben, war sehr variabel mit seinen Kick- und Boxkombinationen. Ist enttäuschend, wenn man einen Gürtel abgeben muss, aber ich denke, da werden wir bestimmt einen Rückkampf sehen, oder? Das denke ich auch. Noch zwei
WM-Kämpfe im Programm, die auf uns so, wir sehen uns oder hören uns nach der Pause. Wenig steigern. Bis gleich. Großer Sport. Also, kurze Pause, alles auffüllen, was aufgefüllt werden muss. Und dann treffen wir uns um 22.30 Uhr wieder hier im Zirkus Krone.